Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Giraffe-Rezension. Heute mit Was ist? Ja, ich frag dich. Hä? Was zum Teufel machst du da? Was zum Teufel stellst du da? Das solltest du dir eigentlich denken können. Ich bin eine neue Persönlichkeit von dir und übernehme jetzt deine Rezension. Aha. Und was ist deine Charaktereigenschaft? Dass du lesen kannst? Ja, na und? Deine Charaktereigenschaft ist, dass du Comics zeichnest. Ihr habt wenigstens Charaktereigenschaften. Ich hab die Charaktereigenschaft von Toastbrot. Diese Videos haben wirklich furchtbare Skripte. Und du klaust mir jetzt meine Show, oder was? Hast du gemacht? Das war doch keine Show. Ich mach da jetzt überhaupt erst eine Show draus. Ab sofort regelmäßig, jeden Freitag. Und zwar nicht nur Bücher. Ja, aber ich war es doch, der sich durch seine krasse Meinung und seine krassen Aussagen Credibility erarbeitet hat. Ich weiß nicht, ob ich das hier jetzt so gut finden soll. Du weißt doch nicht mal, wie man Credibility schreibt. Er weiß es wirklich nicht. Rechtschreibfehler hin oder her. Das ist meine Show. Und ich lass mir das nicht so einfach. Viel Spaß mit den Leuten, die dich hassen werden, weil du eine andere Meinung hast als sie. Mach's gut, du Trottel. Hello Kitty muss sterben. Hello Kitty muss sterben, geschrieben von Angela S. Choi. Ein Buch, das man innerhalb einer Zugfahrt durchlesen kann. Vorausgesetzt, die Zugfahrt dauert statt 6, 18 Stunden. Was bei der Deutschen Bahn gar nicht mal so unwahrscheinlich ist. Durch die Unfähigkeit der Deutschen Bahn ergab sich also der Umstand, dass dieses Buch das erste ist, was ich an einem Stück durchgelesen habe. Geschuldet ist dies aber auch der Tatsache, dass es wirklich sehr schön flüssig geschrieben ist. Man darf sich vom Anfang, der ein bisschen an minder bemittelte Bücher wie Feuchtgebiete erinnert, nicht abschrecken lassen. Worum geht's überhaupt? Unsere Protagonistin ist Fiona Yu, eine Chinesin um die 30, aufgewachsen und immer noch rumlebend in San Francisco. Sie arbeitet erfolgreich in einer Anwaltskanzlei und ist hin und her gerissen zwischen dem Wunsch, alles tun zu können, was sie will, und aber auch ihre sehr traditionsbewussten Eltern nicht zu entehren. Diese wiederum sind zu der Entscheidung gekommen, dass es doch langsam mal Zeit für ihre Tochter wäre, zu heiraten, Kinder zu kriegen und ein tristes, trauriges, trostloses Leben am Herz zu fristen. Richtig so! Denkt jetzt vielleicht der ein oder andere. Aber Fiona ist da anderer Ansicht. Als sie dann eines schönen Tages beim Arzt ist, um sich ein Jungfernhäutchen einsetzen zu lassen, lange Geschichte, trifft sie ihren ersten, alten, bestesten Freund von der ganzen Welt aus Kindheitstagen wieder. Eine schöne Geschichte, wie sich die beiden kennenlernten. Er überredete sie, eine Brotdose mit Steinen zu füllen und jemanden den gottverdammten Schädel einzuschlagen. Ach, da werden Kindheitserinnerungen wach. Leseprobe! Mit seinen 11 Jahren war Jeremy bereits 1,72 Meter groß. Die Schulschwester meinte, er habe seinen Wachstumsschub noch vor sich. Er hatte dunkelblonde Haare, die mit Gel nach hinten geklatscht waren. Große, kornblumenblaue Augen. Sein dicker Körper bestand aus einer ungleichmäßigen Mischung aus Fett und Muskeln. Mehr Fett als Muskeln. Und Wurstfinger und dreckige Nägel, die obendrein auch noch bis zum Fleisch angekaut waren. Er hätte von oben bis unten mit Deo eingesprüht gehört. Jeremy liebte es, Gegenstände und andere Schüler zu treten, die kleiner waren als er. Insbesondere Mädchen. Ich habe starke Beine, Schwester. Und denen ist langweilig. Und so trainierte er seine Beine an seinen Mitschülern. Außerdem trat er uns alle unzählige Male mit Absätzen, schlug uns in die Magengegend, furzte uns ins Gesicht und wann auch immer ihm sonst noch der Sinn stand. Seine Stärke lag allerdings im Mittagessen zertrampeln. Dazu nahm er einem die Brotdose weg, warf das Sandwich, die Pizzareste, den Muffin, die Banane, das Schinkenbrötchen, das einem die Mutter so sorgfältig eingewickelt hatte, auf den Boden und trampelte darauf herum. Jeremy nannte es Essen verdreschen. Eines Nachmittags beschloss Jeremy, dass mein Mortadella-Sandwich kräftig verdroschen gehörte. Er riss mir meine blauen Schlumpfbrotdose aus der Hand, öffnete sie und schüttete meine Thermoskanne, meinen Apfel und mein Sandwich auf den geteerten Boden, bevor die Dose beiseite schleuderte. Er musste sich besonders munter gefühlt haben, denn er traktierte mein Sandwich mit beiden Füßen, indem er auf zwei Scheiben Wonder Bread mit Oscar Mayer Mortadella auf- und niederhüpfte. Ich schnappte mir meine Brotdose und jagte meiner Thermoskanne hinterher, die den abfallenden Gehweg hinab in die Büsche um das Pfarrerhaus rollte, und überließ es Jeremy, meinem Sandwich den Garaus zu machen. Ich weinte nicht. Weinen spornte Jeremy nur an. Das wusste jeder. Egal wie viel Angst wir hatten, wir weinten nie. Dann würde Jeremy nur umso heftiger zuschlagen. Verdrisch ihn mit dem Ding, Schlumpfine. Ich drehte mich um. Ein Junge in meinem Alter spähte um die Ecke, wo er gerade eine Zigarette rauchte. Außer Sicht der stets wachsamen Schwester Maria. Er nickte in Richtung der Brotdose in meiner Hand. Das Ding hier? Jeremy hat einen robusten Holzkopf. An seinem Schädel wird das Ding hier in zwei brechen. Und ich heiße Fiona, nicht Schlumpfine. Deshalb musst du es zuerst mit Steinen füllen, Fiona, sagte er und machte eine ruckartige Kopfbewegung in Richtung der glatten, runden Steine, die das Blumenbeet säumten. Und keine Sorge, ich gebe dir Rückendeckung. Der Junge zwinkerte mir zu. Du bist genauso groß wie ich. Zwei gegen ein. Die Gewinnchancen gefallen mir. Dir nicht? Oder ziehst du verdroschene Sandwiches vor? Ich starrte ihn an, blickte zu Jeremy zurück, der voller Begeisterung meinen Apfel gegen die Klostermauer warf. Ja, klar doch. Ich will nur nicht sterben. Jeder muss mal sterben. Du hast bloß Angst. Na und? Du etwa nicht? Angst gibt es nicht. Komm schon, ich bin gleich hinter dir.
Eins noch, lächle ihn zuerst an und sag keinen Ton. Kleb ihm einfach eine. Seine durchdringenden blauen Augen durchbohrten mich. Ihre Wildheit entzog mir die Angst wie Gift aus einer Wunde. Ich fühlte mich leicht, gelassen, als wären jegliche Geräusche der Welt um mich herum gesogen worden, als befände ich mich auf einmal in einem Vakuum. Furchtlos. Ich füllte meine Brotdose mit Stein und ließ den Verschluss fest zuklappen. Ich ging auf Jeremy zu, der die Lust an meinem Sandwich verloren hatte und sich jemandes Pizza zugewandt hatte. »Was guckst du so?« knurrte er. Ich lächelte strahlend und schlug Jeremy mit der Brotdose ins Gesicht. Fest. Und ich schlug immer weiter. Und weiter. Sogar noch, nachdem er zu Boden gestürzt war. Ich nannte es Dummkopfverdreschen. Dann sah ich mich nach meiner Rückendeckung um, doch er war nirgends zu sehen. Ich brach Jeremys Kiefer an drei Stellen und landete auf der Bank von Schwester Carmens Zimmer, dem Direktorat, der letzten Station aller Unruhestifter, bevor sie von der Schule flogen. Eine vertraute Gestalt kam um die Ecke gebogen und setzte sich neben mich, der Junge, der mich Schlumpfine genannt hatte. »Vielen Dank auch, Charles Manson. Schau an, wo du mich hingebracht hast.« »Du hast ihn ganz schön vermöbelt. Er sah ehrlich beeindruckt aus.« »Halt den Mund. Und wo bist du gewesen?« »Du hast mich nicht gebraucht. Du hast dir selbst Deckung gegeben.« »Ja, und jetzt fliege ich von der Schule. Wer zum Teufel bist du überhaupt?« »Ich heiße Sean. Und nein, du fliegst nicht. Erzähle ihn einfach, wie sehr du Jesus liebst.« »Jesus?« »Ich liebe Jesus. Jesus bescherte mir einen Rabatt auf meine 13-jährige katholische Schulausbildung. Außerdem rettete mir Jesus jedes Mal den Hintern, wenn ich Ärger mit den Nonnen hatte. Die Nonnen am St. Sebastian liebten Jesus. Wahrscheinlich tun sie das alle. Und wenn man Jesus auch liebte, behandelten sie einen besser. Man bekam bessere Noten, einen besseren Sitzplatz, einen besseren Platz in der Schlange, einen besseren Tisch in der Cafeteria.« »Es tut mir leid, Schwester Carmen. Es tut mir leid, dass ich Jeremy wehgetan habe. Und weil ich weiß, dass das, was ich getan habe, auch Jesus wehgetan hat.« Die Nonnen schluckten es. Dass es einem leid tat, was man getan hatte, weil man glaubte, dass es auch Jesus wehgetan hätte. Sie erzählten uns, dass jedes Mal, wenn wir etwas Schlimmes anstellten, wir Jesus folterten, wie damals die römischen Soldaten es getan hatten. Doch alles, was auch nur ansatzweise Spaß machte, schien Jesus weh zu tun. Kaugummi kauen, im Klassenzimmer schwätzen, Briefe ihn weiterreichen, die Hausaufgaben vergessen, Essen verdreschen. Das Problem bestand darin, dass Gott den armen Jesus speziell zum Leiden gemacht zu haben schien. Erst das Kreuz, dann die täglichen Mätzchen von Millionen Schulkindern. Schwester Maria sagte, Gott habe uns nach seinem Ebenbild geschaffen. Mich, Sean, Jeremy, uns alle. Gott muss ein Sadist sein. Er hat uns alle geschaffen, damit wir Jesus wehtun. Und wie wir es taten. Genau wie er es tat. Und er hat auch noch dafür gesorgt, dass es Spaß macht. Armer Jesus. Doch Sean hatte recht. Ich flog nicht von der Schule. Stattdessen flog Jeremy, weil es ihm, im Gegensatz zu mir, nicht leid tat, Jesus wehgetan zu haben. Danach wurden Sean und ich beste Freunde. Das Tolle an Sean ist, er ist nicht nur Arzt, sondern auch erfolgreicher Serienkiller. Und so bilden die beiden ein Team gegen potenzielle Zwangsehemänner. Und Prostituierte. Und wer sich sonst noch so zum Umbringen eignet. Glücklicherweise läuft das Ganze aber nicht auf so eine Bonnie und Clyde-Story hinaus. Fionas Abneigung gegen Sex, Liebe, Beziehungen und den ganzen Scheiß. Sei Dank, bleiben die beiden Freunde. Bis zum bitteren Ende. So sehr ich die Moral, fick dich ins Knie, Einstellung der Autorin auch schätze, muss ich sagen, dass die letztendliche Aussage des Buches doch ein bisschen flach ist. Fiona wird durch eine glückliche, Wörter wie glücklich und fröhlich haben in diesem Buch immer je nach Blinkwinkel eine etwas andere Bedeutung, als es vielleicht normalerweise der Fall ist. Sie wird also durch einen glücklichen Zufall vor einer heranrasenden Misere bewahrt. Daraufhin hilft, wie gesagt, der Blickwinkel, sie dann Sean aus seiner Misere. Man bleibt letztendlich mit der Aussage zurück, hey, alles was du machst ist okay. Sei es essen, rauchen, Leute umbringen, solange du es nicht übertreibst. Zu spät. Aber naja, ich lass das mal als bösen satirischen Blick auf unsere verlogene Gesellschaft durchgehen. Letztendlich hatte ich bis auf das etwas wurstige Ende so viel Spaß, dass ich wirklich jedem empfehlen kann. Vorausgesetzt, die vertragen diese etwas härtere Gangart. Leute umbringen und so. Nun denn, viel Spaß damit und ich habe mir noch gar keine Phrase für den Abschied überlegt.